Schlafen ist ja so eine Sache. Ich habe wirklich gut geschlafen, aber eine neue Matratze braucht. Und die neue Matratze, die hat mir zuerst gar nicht gepasst. Und ich denke, soll ich jetzt nochmal die andere Matratze mit neuer Matratze ersetzen? Und dann bin ich von der Idee her auf ein Boxspringbett gekommen, habe aber nie so recht gewusst, ja, wie soll ich das jetzt angattigen? Habe mich erkundigt. Dann habe ich aber gesehen, die Boxspringbetten sind manchmal unglaublich kompliziert zum Aufstellen, sind schwer und wir haben eine alte Hütte. Und dann bin ich irgendwie zufälligerweise auf der Bruno Bücher gekommen. Hotelbetten. Bin dann aufgegangen, an der Altendorfer Strasse. Dort hat er seinen Showroom und tatsächlich, das hat mich überzeugt, das ganze System. Und dann habe ich mir so ein Bett angeschafft. Einfach dort, kurz gewesen und bin überzeugt gewesen und habe das jetzt auch gekauft. Übrigens auch schon einmal getestet. Es ist wirklich sehr, sehr gut. Er ist dann zu mir gekommen, der Bruno, mit dem Medi Peravi. Ja, und dann tun wir uns immer Mendi gesagt, aber er heisst Medi. Links also der Bruno Büchler, rechts der Medi Peravi. Und die haben bei mir das Bett aufgestellt. Am Samstagmorgen, um 9 Uhr sind sie gekommen und zack, zack, ich glaube um 20 am 9 ist alles fertig gewesen. Zum euch das zeigen, ja, schaut am besten einmal die Reportage. Ist 1 zu 1 so passiert. Bruno, immer eine schnelle Sache, he? Ja, ganz schnell. Zack, zack, das Zeug schaut. Aber bis du es entwickelt hast, hast du einiges gebraucht, oder? Ja, so bist du schon ein paar Jahre gegangen, ja. Dass es so war, wie wir es jetzt haben. Jetzt hast du hier hinten das Rückenteil, gell? Ja. Dann hast du hier das Bodenteil. 2 Meter. Genau. Und nachher tust du hier mal die Matratze drauf, he? Ja. Die Füße schrauben tun wir jetzt dann, gell? Ja. Und die Matratze gibt es in verschiedenen Stärken, gell? Ja. Härtegrad. Ja, aber das ist eigentlich der Standard. Da sollte man nicht Experiment machen. Du hast doch eine grosse Erfahrung. Delta-Möbel. So, ich Happy bitte. Alles überlegt, he? Jeder ja, Angriff. Ja. Ja, weil im Hotel liefern sind 10, 20 Betten, kann ich nicht jedem Bett eine Stunde rummachen. Dann muss ich zack, 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 zack. Gut. Und der grosse Vorteil natürlich jetzt bei dem System, das du hast, ist natürlich, es ist auch, sagen wir mal, auch wieder zerlegbar, man kann es umsiedeln und so weiter. Zum Zügeln. Auseinandernehmen und fort mit, oder? Genau, so sagt man immer, die Boxspringer oder Boxbetter, die sind ja schwierig, gell? Und schwer. Ja, und kompliziert. Und ja. Was ist jetzt das da? Das ist ein zum Bitter zusammenheben. Aha. Wenn du dann einmal musst putzen, man muss jetzt die Hilde wissen. Ja. Gut. Ja. Ich tue es hier her und jetzt drücke ich die hier durch. Wenn sie mal putzen will, sauber die Matratze wegnehmen. Den Klettverschluss wegnehmen. Dann können wir Peter auseinandernehmen. Und wieder zusammen. Das hängst du jetzt einfach ein. Hier drin rein. Hoppla, das ist schon stabil, hä? Ha, das ist. Jetzt kannst du es als Ganzes rutschen, in dem Fall. Ja, jetzt rutschen wir es dann noch an. Aber okay, bei den zum Teil ganz grossen, komplizierten Boxspringbetten ist das eigentlich noch ein Problem, oder? Ja, da kannst du noch nicht weiter durch tun, dort, vom Vorhang weg. Du hast noch durch. Was soll ich machen? Nein, mit der Pizza. Ja, ist gut. Super. Ja, ist passt. Wunderbar. Das ist drunter dein Stecker. Stecker. Ja, hast du so beordert? Natürlich. Ja. Distanz ist okay oder schieben ein bisschen? Ja, genau. Ja, schieben noch. Nur ein bisschen. Aber mehr nicht, oder? Nein, jetzt ist gut. Sonst ist es. Aber hat ihn. Hier tue ich immer das Plastik öffnen, vorbereiten. Weil hier kommt dann allen Abfall rein. Aha, okay. Ich meine, du packst hier Kundschaft rein, die nicht zahlt. Ja, da habe ich keine, weißt du? Nein? Nein, da habe ich die 40 Jahre Glück. Eben, Hildegard. Ja. Wenn du mal putzen willst, haben sie jetzt. Ja. Die Katze weg und unten hat sie so einen Klettverschluss. Ja. Hier. Genau. Der weg nicht. Ja. Dann kannst du bitte auseinandernehmen. Ja. Also musst du selber auch rausnehmen. Ja. Und dann kannst du ihn noch putzen. Ja. Der Handzug weiss ja, dann kann ich auch irgendwie. Ja, hallo! Jetzt bin ich schon beim Putzteam angelangt.
Ja, ja. Und jetzt kommt noch die Auflage drauf, gell? Und dank der Auflage gibt es ja auch keinen Spalt dazwischen, gell? Nein. Den hast du ja selber entwickelt, hä? Den haben wir in den späten 90er Jahren habe ich den entwickelt, ja. Weil immer mehr und mehr die Frage von den Hotelgästen, ich bitte keinen Spalt. Ja, genau. Dann verkaufst du Lintücher, damit dann, eben da das Lintuch auch drüber runter mag, ja. Gell? Jawohl. Jetzt einfach vielleicht noch, bis sie zurück sind aus der Olma, noch nicht drüber tun, ja. Damit es hier noch ein bisschen liegen kann, weißt du? Dass es noch ein bisschen Luft überkommt. Genau. Alles klar, Hilde? Ja, immer, immer. Bei mir ist alles klar. Feierabend! Fertig, muss ich sagen. Das ist doch auch gut so. Fertig, gell? Und die schönen Nachtischli? Genau, die sind auch von dir, da müssen wir ihnen zeigen. Stopp, genau. Falsch. Stopp, falsch. Falsch rum? Eine. Hä? Welche steht falsch? Okay. Ah, okay. Also stopp, falsch, einfach gerade verkehrt. Ja, ja. Kann ich her tun. Oder ich. Ich glaube eher ich. Ach Gott, ach Gott. Ich habe sie aufgetragen, du warst gar nicht da, du hast mich so hoch. Okay, also bin ich nicht schuld, gut. Nein, du bist nicht schuld, ich war's. Aber war nicht schuld. So! Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie schön. Was hast du noch? Ist noch etwas in den Sinn gekommen? Ja, das sind auch noch Fotos. Also, warte, so. Fotos noch. Ja, du bist mir da im Weg. Aha, okay. Das ist alles vom Mandy, hä? Medi. Medi. Medi, oder? So wie Medi. Ja, wie Medizin. Medizin, ah. Genau. Du sagst ja auch immer. Immer und du machst einen schönen Nachttischli, zum Beispiel. Zum Beispiel, ja, ja. Beispiel, weiß ich. Oder irgend sonst was. Ja. Sattlerei, Polsterei. Sattlerei, Polsterei. Ja. Hey, wo hast denn du die Fotos da? Dann kommt man zu dir, Bruno, und wenn man irgendetwas ja. will, dann nachher... Machst du das aufnehmen. Halt, ja. Ja. Und du hast ja dort auch so einen Showroom, wo du ein bisschen zeigen kannst, wo man die verschiedenen genau. Stärken von der Matratzen auch kann, testen, anschauen kann. Wie ist denn das gelaufen, hast du von der Entwicklerei? Wie hast du das gemacht? Wie ist das? Ja. Seit den 70er Jahren bin ich in der Möbelbranche und dann hat man halt dieses und jenes und immer wieder etwas gesehen, oder? Und so hat sich das immer alles ergeben. Und dann hast du eben Ausstattung mit Hotel und dann hast du ja. Rückmeldungen ja. bekommen? So jawohl. Und dann hat sie in den 2010er Jahren angefangen mit Privatkunden. Sehr ja, viel. Ja. Und dann Privatkunden, das ist ja dann gleich noch recht eine intensive Beratung, oder? Das ist dann eine Beratung, ja, die ich beim Hotelier eigentlich nicht habe. Weil der Hotelier sagt einfach, du musst es richtig bringen. Und bei den Privatkunden musst du vielleicht sicher noch vorbei, jetzt wie bei mir, ja, um zu schauen, ob genau. der Stecker hinten reinpasst. Darum habe ich dann eben 1998 einen Schauraum aufgetan, weil das habe ich früher nicht gehabt, nicht gebraucht. Ja. Und dann hat es angefangen. Und dann kannst du auch mit verschiedenen Stoffen arbeiten, das ist ganz ein ja. Haufen Stoff natürlich. Ja. Bezug von den Bettern und so weiter. Also, ja. Und dann hast du auch Leintücher und alles mögliche. Ja, ja. Was es halt braucht für ein Bett. Du bist immer am Suchen, gell? Was du da für Möbel drin hast. Ja, was er da alles macht. Aber ja. ich finde die nicht. Jawohl, jetzt da. Ja, zeig mal. Da, Heule, schau mal da. Stühle, fährt neu polstern. Wahnsinn, hä? Dann für Oldtimer macht er. Ja, es hat da die alten Stühle ausbeindeln. Ja. Und dann neu polstern. Ja. Am Schluss sehen sie so aus. Heule. Ja, du meinst, gelernt ist gelernt, hä? Gelernt ist gelernt. Ja, niemand kann dich wegnehmen. Das ist und der Bruno hat gesagt, du bist ein Arbeitstier. Also haben wir gemerkt, auch beim Aufträgen, du bist die gewöhnt zum Schaffen, ich gell? Ich habe gerne arbeiten. Ja. Wie soll ich sagen, ist für mich ist nicht die erste Herausforderung im Leben. Ja. Habe ich viele andere auch. Aber Arbeit macht dich, wie soll ich sagen, gesund. Und glücklich. Ja. Der Bruno hat schon wieder etwas, ja? Hoi, schau mal. Zeig der Schule mal, ja. Unglaublich, ja. Und das sind dann alles angepasste Kundenarbeiten, gell? Ja, ja. Also einfach Reparaturen. Reparaturen, so, ja. Ah, das heisst, mit anderen Worten, wenn du eine Polstergruppe und einen Stuhl hast, dann könnte man die auch am Ende geben, zum, genau, ja. zum Machen, zum Polstern. Oder TÜV-Sättel. Hey, ja, du bist ein TÜVler, gell? Ja. Ja.
Triffsättel, zeig mal. Ah, da. Hey, wo du? Flimmert jetzt auch ein bisschen, wie es ist, ja, vom Handy her, aber wie gesagt, ja. Oder meine, die Polstergruppe, die er für mich gemacht hat. Ja. Dann tust du der Mandy eigentlich auch, nebst deinem Bett, auch der Mandy ein bisschen vermitteln. Ja, ja. Ja, ja. Hotelbranche ist ein bisschen zurückgegangen da mit die Covid. Ist tot. Echt? Ja. Einfach seit Covid ist, gell? Ja, so. Ja. Pandemie. Die, ja, hat uns den Staat kaputt gemacht. Ja. Aber die Privatkundschaft, ja, da bist du da beliebt, ist, ja. Ja, wenn die nicht noch wäre, könnte ich. Schlimmer sein. Ja, schlimm. Ja. Und vorne, es hat jetzt auf den Herbst ein bisschen angezogen, ja, im Hotel. Jetzt müssen sie müssen aufholen, weißt du? Es, ja, ist jetzt 2 Jahre ist es liegen geblieben. Und jetzt müssen sie natürlich aufholen. Preisentwicklung? Ja, dieselbe ist Katastrophe. Von der Spedition her natürlich auch, gell? Kostet alles. Ja, die Lieferung da von dir und den Dings hat jetzt gerade etwa 300 Euro mehr gekostet. Als vorher? Ah, als, ja, abgemacht, als vereinbart mit dann, der Spedition. Dann kann ich sagen, ohne so einen Preis sagen, sehr fair und günstiger, ja, Preis, den du uns gemacht hast. Ja, ja, darum mache ich es jetzt immer so, dass ich frage, weißt du, dass bei Bestellung gerade schon mindestens eine Anzahlung oder den ganzen Preis. Ja, weil, ja, weil, ja, der ist brutal jetzt wieder in den letzten 4 Wochen, ja, die, ja, Preise. Ja, ja, ja. In allen Bereichen 20%, 100%, genau. 20%, genau, aufgeschlagen. Genau. Von Holz, Stoff, Kunstleder, Leder, Transport, ja, alles betrifft alles. Mhm. Und, mhm, schwierig auch von diese Überträgen über Kundschaft. Mhm. Auch viele auch akzeptieren nicht. Das ist Probleme. Mhm. Man verliert jeden Tag eine feine Kundschaft. Das Problem. Im Vorburger See ins Bett. Ah, der ist schon gefüttert jetzt, he? Herr Goles, nochmal du. Aber gut, ist nicht nur halb gut ohne Vorburger drin. Oder vielleicht ist recht gut, solange, oh, ja, er nicht reinliegt. Wie man es sieht, gell? Genau. Ja, ja. Er hat auch eine wahnsinnig angenehme Höhe, gell? Ja. Ist sehr angenehm zum Liegen. 63 pro Boden. Ist die ideale Liegehöhe. Ja, das hast du einfach austestet. Ja. Da kann ich nur mit den Füßen ein bisschen variieren, weißt du? Ja, genau. Da könntest du natürlich, ja, genau. Noch. Ja. Einfach unterschiedlich lange Füße und dann, ja, kann man es noch ein bisschen. Und eben das Vorburgerbett, das könnte jetzt weiß sein, da könnte gelb sein, da könnte irgendein Stoff, irgendein Stoff oder Kunstleder. Und da könnte man bei dir einfach in der Showroom schauen, weißt du, dort ein Stoffmuster, also das ist bei dir ja wirklich unkompliziert. Du bist dort auch schnell abrufbereit, also man macht dir eine Mail, ein SMS, ja, irgendetwas und dann... Oder ein Telefon, auf Telefon und dann bin ich 2 Minuten dort, wenn ich frei bin und ich nicht unterwegs bin. Genau. Bin natürlich jetzt gerade relativ viel unterwegs wieder. Ja. Muss ja liefern und Aufträge vielleicht aufnehmen. Ja gut, he? Ja. In dem Fall geniessen wir den Kaffee, vielen Dank, genau, euch zwei. Genau, oder? Also ihr, ja, seid natürlich wirklich ein Top-Team, da muss man sagen. Ja, vielen Dank. Danke. Danke.